ihr wieder da seid. Ich mache heute für euch eine Wochenlegung. Wir gucken einfach mal, was ich euch diese Woche sagen darf. Ich freue mich mega, wieder eine Legung zu machen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Genau. Liebes Universum. Hier springt gleich der Herzensmensch raus. Okay. Gib mir bitte einen Einblick für diese Woche. Was soll ich hier heute sagen? Welche Botschaften sollen diese Woche übermittelt werden? Was kommt vielleicht total spontan? Wir gucken einfach mal. So, ich nehme jetzt für jeden Tag eine Karte und kläre das Ganze auch, wenn das ein bisschen unklar vielleicht wird. Ich weiß auch nicht, wie sich der Ton anhört. Es kann sein, dass es noch ein bisschen hallt. Wir sind gerade umgezogen, was ja nichts ganz Neues ist für meine Leute, die mich kennen. Schön, dass ihr mir nicht komplett entfolgt seid. Ich habe lange, lange nichts gemacht. Ich möchte jetzt gerade wieder mehr machen. Ich habe richtig Lust zurzeit. Vielleicht schaffe ich jede Woche so eine Wochenlegung. Monatslegung gibt es diesen Monat auf definitiv keine, aber vielleicht im Dezember. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau der Ton. Ich hoffe, das spinnt nicht oder hört sich zu hallend an. Wir gucken mal. Also jetzt geht es erstmal los mit heute, mit dem Montag. Wir haben heute das Haus. Die Zahl 4 kann heute vielleicht auch eine Bedeutung spielen. Bei euch eine Rolle haben. Ich bekomme sofort das Gefühl von guter Tag. Also das Haus ist an sich auch keine schlechte Karte. Es ist ein guter Tag, aber es ist auch ein Tag, an dem ihr euch zurückzieht. Oder wenn ihr jetzt am Überlegen seid, vielleicht steht diese Woche irgendwas an. Irgendwas, worauf ihr euch freut, ja? Ihr freut euch auf so einen Tag mit euch selbst, wo ihr so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dann gibt es aber noch einen Tag, wo ihr euch definitiv mit jemandem treffen möchtet, auch irgendwie so mehr rausgehen, Gesellschaft, dann heute lieber zu Hause bleiben, wer das jetzt noch anschaut und es vielleicht um heute Abend geht. Heute ist so ein Rückzugswohlfühl, ein Kuschel, ein Igeltag, der euch aber sehr viel gibt. Also wenn ihr euch die Zeit heute gebt, das wäre nicht schlecht. Ich möchte aber noch eine Karte zum Montag. Ihr bekommt auch, wenn ihr in diese Situation reingeht, in eurem Zuhause, in eurer Sicherheit von einer Person aus der Familie, aus dem familiären Umfeld, kommt heute eine Nachricht auf euch zu. Ja, die kommt auf euch zu. Die kommt auf euch zu, die ist von einem Familienmitglied, von einem Menschen auf jeden Fall, der euch sehr wichtig ist, den ihr schon lange kennt, das kann niemand Fremdes sein, da erfahrt ihr auch noch was. Das ist jetzt unabhängig von, dafür müsst ihr nicht unbedingt zu Hause sein, aber es ist so ein Familientag, so eine Familienkarte, so auch so ein bisschen so ein Rückzugsding und ihr erfahrt hier vom Gefühl raus auch noch eine sehr positive Nachricht, also die auch mit der Familie, mit dem Zuhause, mit der Stabilität und diesen Themen zu tun hat. Okay, dann gehen wir in den Dienstag. Morgen, oder je nachdem, wann ihr das Video anschaut, morgen steht ein Treffen an. Morgen passiert irgendwas, auf das ihr euch total freut. Also wir haben hier den Blumenstrauß. Vielleicht steht tatsächlich sowas wie ein Date an oder ihr lernt jemanden kennen oder ihr lauft nur jemanden über den Weg oder es ist tatsächlich das Treffen, auf das ihr vielleicht schon seit Monaten wartet oder Monate ist übertrieben. Meistens wartet man so eine Woche oder so oder zwei Wochen. Und seid jetzt richtig aufgeregt wegen morgen. Wir wollen aber hier auch noch eine Klärung. Noch eine Klärung bitte zum Dienstag. Oh, okay, da haben wir die Mäuse. Dann wiederum dreht sich das ganze Blatt. Noch eine bitte. Gleich, erkläre ich euch gleich. Okay. Das, worauf ihr euch hier so mega freut, das wird euch abgesagt oder wird nicht stattfinden.
Das Ganze kommt aber ganz plötzlich, also vielleicht kurz davor. Vielleicht sagt auch ihr das kurz davor ab. Aber das Gefühl sagt so, nee, das kommt von der anderen Seite. Es muss ja auch kein Date sein, aber das hat so den typischen Date-Charakter. Also auf jeden Fall kommt es hier so durch. Es kann aber auch ein Treffen sein mit einer Freundin, auf das ihr euch schon lange freut. Auf jeden Fall, hier sagen die Karten, findet nicht statt. Okay, dann könnt ihr euch da vielleicht auch schon mal drauf einstellen. Mittwoch. Da haben wir den Bären. Der hat auch vielerlei Bedeutungsmöglichkeiten. Da er hier auf den Dienstag folgt und sich wegdreht, kann, wenn es hier um eine partnerschaftliche Sache ging bei dem Treffen und ihr euch da mega drauf gefreut habt, dann kann euch das ein gewisses Selbstwertgefühl wieder geben, weil ihr dadurch, dass das nicht stattgefunden hat, wenn es jetzt hier um eben sowas wie ein Date ging, nicht um so ein Freundschaftstreffen, dann macht das was mit euch. Also es macht was mit euch, das macht was mit eurer Stärke, mit eurer, einfach mit eurem Selbstbewusstsein. Wir gucken mal, was es macht. Da erkennt ihr vielleicht sowas wie, hey, mein Gott, war ich schon wieder blöd? Ich spreche es jetzt einfach mal an. War ich schon wieder bescheuert, sagen wir es mal so. Wo habe ich mich da denn eigentlich schon wieder reingesteigert? Denn ihr habt die Dinge wieder durch rosarote Brille sehen am Anfang und so, ist okay. Aber ihr habt zu der rosaroten Brille noch was dazu gedichtet, was vielleicht noch gar nicht ganz da war. Das heißt, am Mittwoch ist so der Tag, an dem ihr euer Herz wieder... Das ist sehr, sehr gut, dass wir das so haben. Wir haben, ich mag das nicht, wie sich das hier anhört, das heilt mir zu sehr. Ihr repariert euch praktisch wieder selbst und könnt euren Selbstwert hier auch ganz schnell wieder finden. Also das hat euch jetzt nicht kaputt gemacht, ihr habt aber hier eine Erkenntnis daraus. Das kann für jeden was anderes sein. Okay, der Donnerstag. Der Donnerstag ist der Fuchs. Okay, wir klären das auch gleich mal. Der Fuchs am Donnerstag. In jeglichen Beziehungen, wir haben den Ring und die Wege, in jeglichen Beziehungen am Donnerstag, ob es Arbeitsbeziehungen geht, Freundschaftsbeziehungen. Mein Gefühl sagt mich, es geht hier auch um dieses Thema am Dienstag, ja. Um diesen Menschen, der da eine große Rolle gespielt hat. Hier könntet ihr am Donnerstag eine Entscheidung treffen. Weil wir haben hier die Wege und wir haben den Ring. Eine Entscheidung treffen zu jeglicher Beziehung. Je nachdem, was bei euch jetzt aufploppt, ja, welche Beziehung hier gemeint ist. Vielleicht auch am Donnerstag. Vielleicht kommt ihr da noch nicht drauf und am Donnerstag wisst ihr, was gemeint ist, wenn ihr euch an meine Legung erinnert und das so ist. Ihr solltet hier am Donnerstag, das sagt der Fuchs, Donnerstag und der Fuchs schaut auch noch in den Freitag rein. Seid schlau, fällt keine vorschnelle Entscheidung. Ja? Es muss hier irgendwie eine Entscheidung getroffen werden, das sagen die Karten definitiv, aber noch nicht am Donnerstag und noch nicht am Freitag. Es wäre der falsche Zeitpunkt, jetzt schon zu entscheiden, denn ihr wisst etwas noch nicht. Am Donnerstag bloß nicht entscheiden, okay, ich kriege hier mehr Infos. Am Freitag, ja, denn am Freitag kommt die Klarheit. Okay, Freitagabend, Freitagnacht. Habt ihr spätestens die Erkenntnis oder eure Klarheit gefunden, wodurch auch immer. Ihr müsst euch da nicht anstrengen. Vielleicht kommt das einfach plötzlich. Manchmal kommt so eine Erkenntnis ja ganz plötzlich, dass man dann weiß, ja, gehe ich jetzt links lang oder gehe ich rechts lang. Denn hier keimt entweder ein Wunsch auf oder ihr merkt hier, ach, das ist eigentlich mein Wunsch, dafür muss ich mich dagegen oder dafür entscheiden. Oder es kommt einfach eine Klarheit in so eine Sache rein, die vorher irgendwie... wo nichts für euch greifbar war, wo ihr selber nicht wusstet, was ihr wolltet. Aber wir klären die Sterne noch. Also der Freitag ist... Mittwoch, Donnerstag ist so ein bisschen Denken, Selbstarbeit und sowas. Aha, okay. Also es geht um diese Person am Dienstag. Bei wem es hier jetzt um ein Gegenüber ging, ja, dann bekommt ihr Klarheit am Freitag. Am Donnerstag werdet ihr vielleicht sowas wie vor die Wahl gestellt. Sollen wir uns wieder treffen? Es kann nur um sowas gehen, es kann um größere Entscheidungen gehen. Und am Freitag werdet ihr euch klar, was ihr da möchtet, in welche Richtung ihr euch auch entscheiden sollt. Bloß nicht vorher und die Entscheidung vielleicht auch tatsächlich erst am Samstag preisgeben. Das wäre so mein Ratschlag. Gut, wie schaut das Wochenende aus? Decken wir doch gleich mal beide auf.
Okay, Samstag ist ein. Samstag, sage ich jetzt, meine Meinung, ist der wichtigste Tag der Woche. Wir haben hier das Kreuz. Das Kreuz ist eine Sache, die soll immer gelernt, angeschaut, beachtet und am besten gleich bearbeitet werden. Oder da sollte man gleich reingehen, weil wenn ihr es jetzt nicht macht und es jetzt nicht anschaut und es jetzt nicht erkennt, kommt es nächste Woche wieder, übernächste Woche wieder. Es kommt so lange wieder in verschiedenen Formen, bis ihr das angeht. Und sobald ihr es angegangen seid, egal was jetzt hier rauskommt, geht es euch besser, ihr seid transformierter, ihr seid eine bessere Version von euch selbst. Nur für sowas kommt das Kreuz eigentlich. Also irgendwas wird hier verstärkt. Okay. Hier geht es darum, was euch am Freitag klar wird, was ihr euch wünscht, wie ihr euch entscheiden möchtet zu dieser Person, zu eurem Herzensmenschen, ob männlich oder weiblich, total egal, je nachdem, wer mir zuschaut. Es ist wichtig, es nicht dem anderen recht zu machen oder rechter zu machen als euch, sondern es wird hier, ihr solltet, ja, das Kreuz sagt immer, ihr solltet, ich hoffe, ihr macht es auch, erzählen, es hat geschmerzt, dass es nicht geklappt hat am Dienstag, ich war traurig, also wirklich die Gefühle aussprechen und das Wichtige ist, ihr sollt kommunizieren, was ihr wirklich möchtet. Wir haben die Vögel und den Baum. Das heißt, es geht darum, ihr lebt nur einmal. Wenn das gerade ein potenzieller Kandidat ist, vielleicht ist es auch schon länger euer Partner und es geht hier so, es bricht gerade eine neue Stufe an, das gibt es auch einfach ganz oft, dann ist es anscheinend immer noch eure Lernaufgabe, klar zu kommunizieren, was ihr euch eigentlich wünscht und was euch in die Stabilität bringt und was, ja, also für viele Menschen ist es selbstverständlich, aber für die, die gerade diese Woche anscheinend hier reinschauen, ist es noch nicht selbstverständlich, zu dem zu stehen, was man sich selbst wünscht. Und ich kenne das Thema selbst, deswegen möchte ich euch da total ans Herz legen. Wer dann eh schon wegläuft, ist eh nicht für euch gemacht. Das heißt, sagt, was ihr euch wünscht, sagt, was euch glücklich macht, sagt, was euch traurig macht. Das ist so eine Lernaufgabe von euch, da dürft ihr noch mehr rein. Redet darüber. Und wenn ihr merkt, der andere ist da irgendwie abgeneigt oder denkt sich dann, boah, die fordert aber viel oder der fordert aber viel, dann seid ihr bei diesen Menschen eh falsch. Okay. Sonntag haben wir das Klee, ist gut. Klee ist immer so ein Glückstag. Ihr könntet am Sonntag vielleicht auch irgendwas, also so ein kleines Glück, ja. Ihr könntet was erfahren, ihr könntet losziehen mit 200 Euro. Sonntag ist glücksbehaftet bei euch. Wir gucken mal, um was es da geht. Die Reise geht weiter. Es geht um eure Wünsche. Eure Wünsche. Wenn ihr euch am Sonntag zu Hause oder wo auch immer damit beschäftigt, ja, was möchte ich eigentlich mit diesem so Vorankommen für euch? Das ist eigentlich ein ganz guter Tag. Da könntet ihr drauf kommen, ah ja, ich wollte doch schon so lange irgendwie das und das Thema mal angehen. Und am Sonntag ist so, wäre ein guter Start, mal schon mal reinzufühlen in das, was ihr euch vielleicht schon lange erträumt oder schon lange erwünscht, dass ihr sagt, okay, ich gehe jetzt mal den ersten Schritt die kommende Woche. Sowas habe ich mir keine Karte. Das sind zu viele. Ja, raus, los, ist los. Oder also, was mir jetzt auch noch reinkommt, Ausflug. Ausflug, ihr vielleicht macht ihr auch einen Kurzurlaub, ja? Ein Kurzurlaub am Sonntag. Am Sonntag von keine Ahnung was, in Bayern zum Beispiel in die Tschechei. Oder irgendwie mit einer Übernachtung bis Montag oder sowas kommt mir hier rein. Oder angehen von Dingen, die ihr euch schon lange wünscht, dass ihr das jetzt macht, dass ihr da jetzt viel mehr auf euch schaut. Okay, ich habe hier noch Karten mitgebracht. Ich liebe Orakelkarten. Ich habe so viele für euch. Ich habe 200 Orakelkarten. Also die müssen jetzt dann alle mal langsam auf den Tisch. Schauen wir mal, was diese Woche noch... Okay, das ist alles zu viel. Ach so, ja, was ich noch dazu sagen möchte, wenn ihr eine persönliche Legung möchtet, schreibt mich an, egal zu welchem Thema, oder eine große Legung, oder ihr habt neu jemanden kennengelernt, schreibt mich an, ich biete das an, auf Instagram bitte, und dann kann ich euch persönliche Legungen machen. Okay. Noch eine Botschaft bitte für diese Woche. Ich möchte hier noch was sagen dürfen. Ich möchte hier noch was durch die Karten sagen. Ach ja. Ja, wisst ihr, wieso es so schwer zu mischen ist? Weil mir hier das auch noch nie passiert. Ist mir echt noch nie passiert.
Weil wir das Beschreibungsbuch mit drinnen haben. Ja, da kann es ja nicht funktionieren. Oh Mann. Okay, die wollte raus. Schön. Ich zeig's euch mal. Die Erdung. Grün. Grün könnt ihr euch gut tun. Rausgehen könnt ihr euch auch gut tun. Kommt mir direkt rein, raus in die Natur, mehr raus. Ich erde mich und werde mit lebendiger Energie erfüllt. Geht raus. Geht spazieren diese Woche, mindestens einmal. Okay, ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Und ja, ansonsten macht es gut. Wenn ihr persönlich was wissen wollt, schreibt mich an. Ciao!